Heute wollen wir über das Thema Verdrahtung sprechen. Verdrahtung mit einem Verdrahtungssystem. Ich habe auch wieder einen Gast bei mir, Bernd Hütter von der Friedrich Litze GmbH. Er ist Produktmarktmanager für den Bereich Cabinet. Hallo Bernd, schön, dass du da bist. Hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Wir haben euch heute einen kleinen Musterrahmen mitgebracht mit ein paar Komponenten drauf. Natürlich auch unseren eigenen Komponenten von der Friedrich Litze GmbH, Netzgeräte, Logboxen und auch die Logbox Mini. Auch ein paar andere Komponenten, um einfach so ein bisschen zu zeigen, wie man hier sich beim Verdrahten einfacher tun kann. Es ist wie gesagt ein Musteraufbau, also letztendlich nicht hundertprozentig zu vergleichen mit einem typischen Schaltschrank, wie er in der Industrie angewendet wird. Was sind denn so für dich die wichtigsten Regeln oder Grundlagen beim Verdrahten mit einem Verdrahtungssystem? Ja, beim Verdrahtungssystem ganz wichtig, dass wir hier natürlich auf zwei Ebenen arbeiten. Das heißt, wie man es hier sieht, die Komponentenebene ist auf der vorderen Seite und die Verdrahtung findet komplett auf der Rückseite statt. Wie man hier natürlich dann auch schön sieht, dass man die Verdrahtung rein von vorne auch machen kann. Das können wir gerne auch hier plakativ einmal zeigen. Das heißt, der erste Step beim Verdrahtungssystem, wenn man so einen Rahmen erhält, ist natürlich erstmal die Kammdeckel zu entfernen. Okay. Und da haben wir hier beispielhaft jetzt schon eine Art mal vorbereitet. Das heißt, wenn man das Ganze mal verdrahten möchte, geht man natürlich erstmal hier über unsere Kammsegmente drüber, fixiert das Ganze und dann kann man auch über die Seiten, links oder rechts, das Ganze über die Laschen einfädeln. Bis zu der Komponente, wo man das Ganze anschließen möchte. Genau, und dann wird das Ganze hier über die Seiten auch fixiert und über die Kämme. Also du machst quasi alles nur noch von vorne und man hat im Endeffekt dann auch die Möglichkeit, die Stromkreise voneinander zu trennen. Genau, also wie man hier erstmal sieht, hat der Kunde natürlich erstmal selber die Wahl, ob er vorverdrahten möchte, das heißt außerhalb des Schaltschranks und den Rahmen dann erst integriert oder ob er zuerst den Rahmen in den Schaltschrank verbaut und dann mit der Komponentenbestückung und mit der Verdrahtung beginnt. Das bleibt dem Kunde also offen. Und genau, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich kann man Haupt- und Steuerstromkreis voneinander trennen. Das wäre natürlich hier beispielsweise über die linke Seite beziehungsweise dann auch über die Verdrahtung über die rechte Seite dann hier gegeben. Okay, also somit können wir die zwei Bereiche schön physisch voneinander trennen. Genau, korrekt. Sehr schön. Ja, im Endeffekt ist es auf jeden Fall ja schon mal eine deutlich sauberere Verdrahtung an sich. Die nächste Frage von meiner Seite wäre jetzt auch, wie verhalte ich mich bei einer Nachverdrahtung? Weil oft kommt es ja immer wieder vor, dass man nachträglich ja irgendwelche Umbauten hat, ja, oder auch die Instandhaltung muss man an so einen Schrank hin und die ein oder andere Leitung nachzupfen, nachziehen. Wie ist es mit dem Verdrahtungssystem denn möglich? Genau, also da gibt es ja erstmal Nachverfolgung, Nachverdrahtung. Die Möglichkeit, dass man natürlich auch bei der Nachverdrahtung, wenn man nachträglich noch was machen muss, das Ganze dann, wie eben gezeigt, nochmal nachführt, beziehungsweise auch bei der Nachverfolgung dann das Ganze recht simpel machen kann. Man entfernt auch ganz normal hier seine Kammdeckel, dass man eine freie Sicht hat, auch auf die Verdrahtung, die dahinter liegt. Und ich kann beispielsweise auch einfach die Ader nehmen, ein bisschen daran ziehen und sehe dann sofort bei der nächsten Komponente, wo ich es angeschlossen habe, wo dann das Ganze entlang führt. Aber so leer ist es jetzt halt in jedem Schaltschrank. Also manchmal habe ich die ja auch richtig voll, meine Verdrahtungsräume. Wie kann ich denn da eine Leitung danach verfolgen, wenn das durch das Zupfen eventuell nicht mehr funktioniert? Genau, wenn es rein visuell nicht mehr möglich ist, weil die Kapazitätsgrenze jetzt nahezu erreicht ist, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze dann hier auch dann seitlich über die Bügellaschen wieder zu entfernen bis zur nächsten Komponente und sehe dann praktisch auch hier im unteren Bereich wieder, wo das Ganze dann nachher lang führt. Das heißt, da habe ich natürlich beide Möglichkeiten, erstmal visuell das Ganze nachzuverfolgen oder dann auch wirklich, wenn die Kapazitätsgrenze erreicht sein sollte, per Nachziehen, kann ich das auch ganz sauber sehen hier. Das hört sich schon mal gut an. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir drehen den Rahmen und zeigen auch mal, wie man auf der Rückseite mit ein paar einfachen Helferlein das Verdrahten noch etwas vereinfachen kann. Sehr gerne. Ja, jetzt haben wir den Rahmen gedreht. Das sieht von hinten ja auch eigentlich schon relativ gut und aufgeräumt auf, sehr luftig. Ich denke, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Vorteil von dem Verdrahtungssystem. Aber ich sehe hier auch so ein paar graue Komponenten. Ja, ich denke, da kannst du mehr dazu sagen. Genau, wie man hier schön sieht, unser Zubehörmaterial, das sind hier die Drahthalter. Bereits verbaut sind die D-Drahthalter. Wie der Michi gerade in der Hand hält, der große Vorteil dabei ist, dass man auch die Adern von unten einklemmen kann, sowie von oben. Dahingegen haben wir auch den U-Drahthalter. Das heißt, da werden die Adern von oben sauber eingelegt. Ich kann den auch mal beispielhaft jetzt einfach aufrüsten. Das heißt, wichtig ist bei der Thematik,
Natürlich sollte man das machen, bevor man mit der Verdrahtung beginnt, bevor man den Rahmen in den Schaltschrank nachher einbaut, dass man da einfach von vorne dann, wie wir vorhin besprochen haben, das Ganze sauber verdrahten kann. Was dann natürlich auch wichtig dazu zählt, ist, dass man auch die Verdrahtungsregeln einhält. Das heißt, Überlängen sind zu vermeiden, wie bei der Montageplatte natürlich auch. Und natürlich sollten hier auch keine Schleifen gelegt werden. Das ist als Beispiel, hat man hier einfach sauber den Bügel bis zur nächsten Ebene gelegt und sollte jetzt beispielsweise keine Schleife über den unteren Bügel dann nach oben machen. Weil dann habe ich natürlich Probleme mit der Nachverfolgung. Und was natürlich auch ein No-Go ist, was man leider öfters mal am Markt sieht, dass mit Kabelbindern gearbeitet wird. Oh, also das heißt, keine Kabelbinder verwenden. Genau, also bei der Verdrahtung bitte keine Kabelbinder verwenden, denn jeder weiß auch selber, wenn ich hier die Ader mit dem Kabelbinder fixiere, kann ich natürlich sowas mit Nachzupfen, Nachverfolgen nicht mehr realisieren. Das geht Ich komme hinten an den Rahmen nicht mehr hin, wie wir vorher gelernt haben, man macht ja alles nur noch von vorne. Genau, völlig richtig. Sehr gut, vielen Dank von meiner Seite. Ich denke, das war auf jeden Fall ein guter Tipp oder mehrere gute Tipps und ich freue mich auf den nächsten Slot. Vielen Dank, Bernd. Ich bedanke mich.